Die Gangolfkirche in Hettstedt lud Anfang Oktober mit zwei Musikveranstaltungen Interessierte in ihre Räumlichkeiten. Am 3. Oktober gab traditionell der Chor der Walzwerker ein Festkonzert zum Tag der Deutschen Einheit. Nur wenige Tage später, am 7. Oktober, veranstaltete die Kreismusikschule Mansfeld-Südharz ein Herbstkonzert. Solistinnen und Solisten der Kreismusikschule spielten unter anderem Werke von Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach oder Robert Schumann. Den Auftakt gab Michael Seemann, stellvertretender Musikschulleiter, an der Orgel. Gewohnter Art und Weise führte er dann durch das Programm. Mit einem Stück von Henry Purcell starteten dann die Musikschülerinnen Esther Bartsch an der Klarinette und Martha Bartsch mit dem Tenorhorn. Johanna Ullendorf brachte mit ihrer Querflöte Johann Sebastian Bach zu Gehör. Und anschließend ließ Luise Prinz Daniel Hellbachs Passing Days auf dem Klavier erklingen. Wer die Schülerkonzerte der Musikschule verfolgt, weiß, dass Michael Seemann in seinen Moderationen gern Gedichte aufgreift. Besonders passend trug er »Gemartert« von Wilhelm Busch vor. Der Virtuos stürzt darauf los mit hochgesträubter Mähne und öffnet ihm voll Ungetüm den Leib gleich der Mähne. Und rasend wild, das Herz erfüllt von mörderischer Freude, durchwühlt er dann, soweit er kann, des Opfers Eingeweide. Musikalisch bunt gemischt ging es anschließend weiter. Benjamin Burkhardt mit seiner Violine wurde von Michael Seemann auf dem Klavier begleitet. Sie trugen das Präludium A-Moll von Tveyonas vor, bevor Parmis Yazdani an der Blockflöte mit ihrer Lehrerin Annette Bartsch am Akkordeon das Stück Sascha und Jimba aufführten. Etwas leisere Töne schlug Romy Wetzel mit der Gitarre an. Souvenir, so der Titel von Maria Linnemann. So bunt wie der Herbst zeigte sich auch das Konzert. Die Darbietungen waren abwechslungsreich zusammengestellt und sorgten für Kurzweil.
Die Leistungen der jungen Musiker wurden mit viel Applaus honoriert. Die nächste musikalische Veranstaltung in der Gangolfkirche wird am 4. November stattfinden. Unter dem Titel Lichtblicke können Sie dann Maria Wernicke erleben. Zum Abschluss des Beitrages hören Sie nun Erik Ecke an der Posaune in Begleitung seines Lehrers Arne Böhland.